Das ist natürlich nicht gut. Was passiert nun? Nein, das riesige Pflanzenviech. Gab's das nicht auch schon in Yoshi's Island? Du hast es geschafft, Mario! Hier, böse Leute sind gekommen, um Stern zu stehlen. Bösen Leuten, die gekommen sind, um Stern zu stehlen, wird wehgetan. Wir es nicht zulassen. Nein! Wir gefangen Stern. Wir bekommen Vulkan dafür. Vulkan gehört uns, gutes Geschäft. Wir die einheizen, wir die klopfen, Mario. Ah, der Bossgegner. Ja, und man sieht's. Also, die Dinger haben auch noch KP, aber ich glaube, die wachsen immer nach. Also, würde ich mich jetzt nicht auf die fixieren. Ich weiß schon, was ich mache. Ich greife erstmal mit Buu an und gucke erstmal, ob der überhaupt Verteidigung hat, weil das weiß ich nicht. Und nein, hat der nicht. Das heißt, mit Buu würde ich eigentlich am meisten auszahlen zu kämpfen. Na toll, dann haben wir mal so einen geilen neuen Hammer und dann können wir damit noch nicht mal angreifen. Schon fies. Lava Piranha, komm. Na fuck, aber dieses mit dem Springen, das fällt mir schwer zu timen in diesem Spiel. Autsch. Ah, fuck. Klar, beim ersten Mal, wo man es nicht weiß, dann blocken wir es beim zweiten Mal. Okay. Habt ihr gesehen, was sie jetzt in einer Runde für einen Schaden gemacht haben? Die haben mir in einer Runde knapp die Hälfte abgezogen. Kranke Viecher, ey. Fuck. Ey, ich ziehe nicht, warte, ich könnte mal eine Fächer-Lady ausprobieren. Vielleicht lohnt sich das sogar mehr. Alles schon etwas schwergängiger. 2, 4, 6, 8, 10. 10 zieht's ab anstatt 6. Hm. Ah. Scheiße, Mann. Oh Gott, jetzt kommt der auch noch dazu. Okay, beinahe. Das ist ja auch mal ganz toll. Sind sie nur so ein bisschen in der Klemme? Kann das sein? Ich denke mal, so eine kleine Erfrischung wird mir gut tun. Jetzt, wo ich mal gerade so einen Sternpunkt wiederbekommen habe. Weil der natürlich ganz schön viel Angriff hat. Diese Piranha-Pflanze. So, machen wir jetzt. Jetzt hauen wir mit Fächer-Lady. Ist ein bisschen verschwenderisch, aber egal. So. Bitteschön. Das haut rein. Das macht Schaden. Das gefällt mir. Aber jetzt hat er noch 4 KP übrig. Autsch. Autsch. Okay, die Attacke hat schon wieder nicht getroffen. Zum Glück. Boah. So. Und ein Untergang. Wir haben es geschafft. War aber ganz schön schwierig. Meine Güte. Yes. Okay. Wie viel sind das? 17 Erfahrungspunkte. Was? Nein. Ich habe schon geschafft. Meine Sternpunkte sind, stehen schon da. Nein, er kommt nochmal viel stärker raus. Oh Gott. Und nochmal 40 KP. Und ich habe keine KP mehr übrig. Das ist leicht blöd gelaufen. Und ich glaube... Moment. Moment. Ist der Hitz? Heißt das, ich kann jetzt nicht auf ihn springen? Egal. Superpilz, schnell. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich jetzt angreife, dann... Kriege ich auch Schaden dadurch? Ja, kriege ich. Scheiße, und der nicht. Er überlebt und, Mario, du sollst nicht allein kämpfen müssen. Colorado wird dir beistehen. Yeah! Komm, zieh dem was ab. Oh, fuck. Ich dummer denk noch, der hilft mir echt. Ja, komm, verzieh dich. Tut mir leid, alter Kumpel, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Viel Glück mit dem Gesocks. Es sieht nicht gut aus. Okay, kleine Viecher. Ah, 6 zieht das sogar ab. Ich muss... Ich weiß nicht, ich komm lieber den Pilz. Bevor die mich gleich noch töten hier. Scheiße, Mann. Was passiert jetzt? Diese kleinen Viecher greifen mich an. Wow, sogar gedodged sind die mir noch 4 ab.
nicht gedodged 5. Und jetzt kommt der mit seinem Angriff. Und das heißt, ich bin tot. Nein! Schon wieder. Und kein Lebenspitz bei mir. Nein! Verdammt! Tot. Ja, da muss ich wohl im nächsten Part... Ach, leck mich doch. Ich mach das jetzt. Ich mach das sogar so jetzt. Hat er vielleicht sogar auf demselben Part landet. Wer weiß das schon. Ich will meine Sternenergie aufgeladen haben. Ja, ja, komm, komm. Scheiße, wie kann ich... Aber mit Abstand verloren. Der ist ja gerade erstmal wieder neu gespawnt und ich konnte ihn ja noch nicht mal schaden, wisst ihr? So schlimm war das. Also, das passiert mir kein zweites Mal. Wobei, nein. Nein, 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 nein. Ich... Scheiße, ich will zurück. Ach, komm. Warte. Wo ist meine Wii-Fernbedienung? Scheiße, ich hab was Wichtiges vergessen. So. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht im Let's Play gemacht. Einfach mal zurücksetzen. Ich will mich nämlich besser vorbereiten gehen. So, und das wird jetzt auch gar nicht rausgeschnitten. Nein, das kommt alles mit rein. Hinter die Kulissen. Und zwar mitten im Video. Komm, ich weiß. Und damit, für die Frage, spielst du auf Emulator? Nein. Es ist kein Emulator, es ist eine Virtual Console. Für alle, die fragen, was ist denn N64? Auch nicht. Es ist die Virtual Console für die Wii. Mit einem GameCube-Controller habe ich den Spaß hier. Den ich auch persönlich sehr gut finde. Also, das habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwo. Ich will mich nämlich besser vorbereiten. Ich habe nämlich doch diesen einen Orden. Moment. Powerhauer werde ich nicht brauchen. Schnellwechsel werde ich wohl eher doch brauchen. Kuckuck brauche ich. Brauche ich. Feuerschild kostet mich zwei Dinger. Wo kann ich noch einen OP abziehen? Nur einen. Na komm. Powersprung tue ich. Ich verkacke diese Attacke eh immer. Dann nehme ich mir dafür Ice Power. Ne, erhöht Angriffskraft gegen feurige Gegner oder reduziert Feuerschaden um 1. Das nehme ich. Aber Ice Power wäre natürlich auch geil. Warte, aber was kommt dafür? Das ist gerade eine schwere Nummer für mich. Müssen wir mal. Na egal. Komm, Superbeben auch weg. Und alles für Ice Power rein. So, jetzt würde ich mich eher als vorbereitet sehen. Da hat Mario halt keine Special Attacks für diesen Kampf, dann sind sie halt alle nur für Marios Partner. Ich meine, ich habe 15, dadurch kann ich eh nicht viel machen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Angriffskraft, also mit Mario, aber mit Partnern wohl nicht, und Verteidigung gegen die Viecher. Und bin somit auch besser gewappnet. Weil das war eine blamable Niederlage. Und sowas darf mir echt kein zweites Mal passieren. Versteht? Ja, komm, laber sonst ein. Laber den Klotz von der Seite hier, was weiß ich. So, und diesmal machen wir es sowas von richtig. So. Seht ihr, so ziehe ich so schon 6 ab. Vorher habe ich mit einer Spezialattacke 5 abgezogen, weil ich es nicht richtig timen konnte. Und währenddessen habe ich auch Fächer-Lady. Und das wären dann bis jetzt alle Ausgaben von BP. Ich meine, da kann ich es dreimal einsetzen. Ziehe insgesamt 30 ab, allein mit ihr. So, die machen auch schon weniger. Aber wenn ich es gerade nicht so timen kann, bin ich auf jeden Fall schon besser gewappnet dagegen. Ich habe schon, ja, nicht mal so über viel, aber immerhin etwas... Ah, fuck. Ich habe Probleme, wenn der Gegner so weit nach oben ist. Versteht ihr? Na, kann man nichts machen. So. Jetzt kriege ich natürlich noch mehr Angriffe hier ab. So, okay. Und jetzt kommt der Superangriff. Konnte ich leider nicht dodgen. Okay, ich habe eine Sterneinheit frei. Das heißt,
Ich weiß, was das heißt. Das heißt, ich greife einfach nochmal an. So, verkacke es nicht. Und verschwende jetzt keine BP für sie, sondern mache einfach eine gewöhnliche Ohrfeige. So. Dann ist er tot. So, Für alle, die jetzt eben noch aufgepasst haben, wissen ja, er ist ja nicht richtig so tot, sondern er ist ja, ne? Und Mario steht da, wie so ein Mario halt, so richtig im Dunkeln, weil er ja schon dran war. Jetzt kommt das Viech wieder und sieht noch übler aus als jede zuvor. Auch die Angriffskraft wurde, glaube ich, dadurch erhöht, ne? So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt setze ich nämlich meine Erfrischung ein. Profitiere nämlich davon, weil ich hier, ne? So und so weiter. So, und ich habe nämlich eine Idee, wie ich das jetzt lösen kann. Und das wollte ich auch eben, aber dann war mein Partner stunt und dann konnte ich nicht mehr. Ich setze Sushi ein und mache dann Spucker. Feuert Wasserstrahl gut gegen Feuergegner. Halt A gedrückt und... Achso, ich muss... Ja, ich verstehe. Boah, zieht sogar 8 ab. Das ist richtig viel. Mario, sollst nicht alleine kämpfen. Ja gut, kennen wir ja. Guck mal, wie komisch das Viech jetzt aussieht. Also, das scheint schon... Ja, jetzt schon treffender zu sein als Bu. Als Partner. Aber trotzdem guckt er irgendwie dazu rum. Ah, jetzt kommen die Viecher, natürlich. Jetzt kann ich es zumindest auch mal angreifen. Was war das für ein Geräusch? Ein komisches Geräusch. Jetzt mache ich mal einen Sprung. Ziehe ordentlich 6 ab. Und mit ihr mache ich dann... Wasserblock, genau. Jetzt muss ich genau timen. So, ja gut, 2. War jetzt halt nicht perfekt, aber ganz okay. Damit habe ich schon mal eine höhere Verteidigung für kurze Zeit. Jetzt erst recht, wo diese Dinge auf mich zukommen. Und wenn ich es richtig blocke, ziehen die mir nur 1 ab, also... Gut, 1 Verteidigung habe ich. Dann noch, ich glaube, 2 Verteidigungen durch diesen Orden jetzt, diesen Feuerschutzorden. Und dann nochmal durch diesen Balken da. Also, seht ihr mal das hier an, aber trotzdem noch Schaden machen hier. Ach, scheiße. Ah, okay, ich darf nicht über Hits auf die Spitze treiben. So, jetzt kann ich natürlich in Zukunft nicht hier weiter. Ich muss wohl... Ich dachte eher an den Voltopilz erstmal, aber dann wiederum... ist das ja nicht so, das Ding, weil ich ja nicht physisch angegriffen werde, soweit ich weiß. Setze ich mal lieber einen Ahornsirup ein. Wenn ich mal ein paar BP übrig habe. Wenn das jetzt die Gelegenheit ist, noch einmal drauf zu schlagen. So. Ja, Lava Piranha Sprung, würde ich sagen, ne? So, und da ich mal sagen würde... Ja doch, wieso nicht? Noch einmal Spucker. Nein! Ach, ich... nur so wenig? Ach, ist ja unglaublich. Ah, fuck. Was macht der denn? Ah, fuck. Egal. Was machst du? Erhältst du dich jetzt wieder? Soll mir recht sein. Der Wasserblock hat auch keine Wirkung mehr. Jetzt mal Spucker nochmal ein. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr? Ja, voll, geht doch. So, und ein kleiner Sprung. Muss noch nicht mal so ein Doppelsprung. Ja, komm. Natürlich. Jetzt. Oh Gott, ey, das ist ja so eine Schlampe. Ah. Toll. Zwei hätte gereicht. Na, es würde sogar 12 abziehen, wenn ich es richtig gemacht hätte. Aber jetzt ist es endlich tot. So. Und noch mehr Erfahrungspunkte. Geht doch. Ein Level up und wie ich gesagt habe, BP gehen diesmal hoch.